In diesem Tutorial sehen wir uns an, wie ihr die Bitbox-App mit eurem eigenen FullNote verbinden könnt. Die Option dazu findet ihr in den Bitbox-App-Einstellungen. Auf der rechten Seite hier siehst du auch gleich schon die Option eigenen FullNote verbinden. Und wenn wir da mal reingehen, finden wir hier zum einen den Guide, der nochmal Näheres zu all den Optionen, über die wir gleich sprechen, erklärt und zum anderen auch nochmal erklärt, warum es überhaupt eine gute Idee ist, sich mit dem eigenen FullNote zu verbinden. Kurz gesagt ist der Anreiz zum Betreiben eines FullNotes ja, dass ihr dann die Möglichkeit habt, eure Transaktionen über euren eigenen Note zu validieren und euch nicht auf eine Drittpartei, wie in diesem Fall Shift Crypto, zu verlassen. Ihr seht hier eben schon, dass standardmäßig die Bitcoin FullNotes, die von Shift Crypto bereitgestellt werden, genutzt werden. Und mit dem, was wir gleich machen, habt ihr eben die Option, entweder zusätzlich euren eigenen FullNote zu verbinden oder die App nur über diesen laufen zu lassen. Für dieses Tutorial habe ich mir überlegt, es wäre eine ganz gute Sache, wenn wir die Bitbox-App zum einen mit dem Raspi Blitz verbinden und zum anderen auch noch einen Umbrel mit dazu schalten. Und damit wir uns das mal näher ansehen können, würde ich sagen, fangen wir mit dem Raspi Blitz direkt an. Dafür wechseln wir auf die Kommandozeile. Ich habe mich schon mal mit meinem Raspi Blitz verbunden und seit der Version 1.7 findet ihr dort das neue Connect-Menü. Da gehen wir mal rein und ihr seht dann dort als zweiten Punkt das sogenannte Electrus, also den Electrum Rust Server. Und hinter diesem Punkt verbergen sich genau die Informationen, die wir zum Verbinden der Bitbox-App brauchen. Hier geht ihr dann auf Connect und der dann folgende Screen spuckt euch alles aus, was ihr braucht. Zum einen brauchen wir da die IP-Adresse und zum anderen brauchen wir den Port. Ich kopiere mal beides, wechsle wieder rüber in die Bitbox-App und trage das hier ein. Die IP-Adresse und den Port müssen wir mit einem Doppelpunkt trennen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das Remote-Zertifikat herunterladen. Wir sehen darüber auch, dass die Verbindung geklappt hat. Wir können nochmal gegenchecken und das Ganze überprüfen. Sehen, okay, auch das hat geklappt. Und dann können wir den Server hinzufügen. So, jetzt sehen wir schon, der taucht hier oben neben den beiden standardmäßig von Shift Crypto bereitgestellten Servern auf. Und als nächstes wäre es jetzt ja eine gute Option, auch noch den Tor Hidden Service anzubinden, der auch vom Raspi Blitz bereitgestellt wird. Wir wechseln nochmal rüber und ihr seht, das ist die Adresse, die wir nun als Hidden Service zur Verbindung nutzen können. Auch die kopieren wir uns. Fügen Sie hier ein. Auch dafür brauchen wir den Port. Und jetzt seht ihr schon, das klappt nicht. Warum klappt das nicht? Das Problem ist, um einen Hidden Service anzubinden, müssen wir zunächst in der Bitbox-App den Tor-Proxy aktivieren. Auch das ist eine Option, die ihr in den Einstellungen findet. Und zwar hier über dem eigenen FullNote-Verbinden-Punkt. Da gehen wir mal rein und sagen, wir möchten den aktivieren. Und jetzt seht ihr schon, man braucht einen Neustart der Bitbox-App. Das machen wir mal eben. Den Guide schließe ich mal, den brauchen wir gerade nicht. So, jetzt gehen wir hier wieder rein und sagen, wir wollen uns verbinden. Kopieren uns nochmal die Hidden Service URL und sagen Remote-Zertifikat herunterladen. Geht immer noch nicht. Woran liegt das? Auf eurem Rechner muss, damit das funktioniert, der Tor-Proxy auch laufen. Unter dieser Adresse hier seht ihr, der versucht auf dem lokalen Rechner unter dem Port 9050 den Tor-Proxy zu finden und den gibt es standardmäßig so nicht. Und damit das läuft, müssen wir je nach Betriebssystem
unterschiedlich Tor installieren. Ich bin jetzt hier gerade auf macOS unterwegs und verwalte da solche Abhängigkeiten über Homebrew. Und in dem Fall wäre es dann so, dass wir hier sagen, brew install Tor. Hier bei mir lokal ist es jetzt so, ich habe Tor bereits da installiert. Und deshalb seht ihr hier diese Warnung, dass es nicht nochmal installiert werden muss. Damit der Tor-Proxy allerdings läuft, müssen wir den Service starten. Und das tun wir über brew services start Tor. Dann sehen wir schon eine Nachricht, okay, der Service ist gestartet. Jetzt können wir wieder zurück in die Bitbox-App wechseln und probieren das Ganze nochmal. Und wir sehen, jetzt hat es geklappt. Wir konnten das Zertifikat herunterladen. Auch hier sagen wir nochmal, überprüft das nochmal bitte. Wir sehen, die Verbindung konnte erfolgreich hergestellt werden. Und jetzt können wir dann auch den Hidden Service als Bitcoin Full Node hinzufügen. Ähnlich funktioniert das auch beim Umbrel Full Node. Allerdings ist es da so, dass Umbrel nur Verbindungen über Tor Hidden Services bereitstellt. Deshalb war es wichtig, dass wir uns gerade eben diesen Tor-Proxy-Weg mal angeguckt haben. Ansonsten funktioniert das beim Umbrel aber recht ähnlich zu dem, was wir eben schon mit dem Raspberry Blitz gesehen haben. Wir wechseln mal rüber ins Umbrel-Interface. Und dort findet ihr unter dem Punkt Connect Wallet schon alle Optionen, um euch zu verbinden. Der erste Punkt dabei ist hier direkt die Bitbox-App. Das klicken wir mal an und sehen, hier ist auch nochmal das erklärt, was ich eben zum Tor-Proxy gesagt habe. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, jetzt diese Endpunkt-URL zu kopieren. Das machen wir mal. Wechseln wieder rüber in die Bitbox-App, geben das hier ein und sagen Remote-Zertifikat herunterladen. Und das funktioniert nicht. Der Umbrel stellt für den Hidden Service aktuell kein Zertifikat zur Verfügung. Ist aber kein Problem. Wir können trotzdem hier die Verbindung überprüfen. Sehen, die Verbindung konnte erfolgreich hergestellt werden. Und dann können wir den Server hinzufügen. So. Nun haben wir hier neben den beiden Shift Crypto Bitcoin Full Nodes unsere eigenen, nämlich einmal den Raspberry Blitz, den wir ganz normal über ClearNet und DIP verbunden haben. Wir haben den Raspberry Blitz, der über den Hidden Service verbunden ist, und genau das gleiche auch nochmal für den Umbrel, der über den Hidden Service verbunden ist. Wenn ihr das jetzt so nutzt, dann werden eure Server quasi als Fallback genutzt. Um immer über eure eigenen Server zu gehen, können wir es so machen, dass wir die Shift-Crypto-Server entfernen. Und damit ist sichergestellt, dass immer die Verbindung auch über einen von euren Servern läuft. Sollte da mal was schief gehen oder wenn ihr das Ganze zurücksetzen müsst, dann könnt ihr auch diese Option hier oben nutzen, in den Werkszustand zurücksetzen. Dann fliegen eure eigenen Server-Konfigurationen wieder raus und die beiden von Shift-Crypto bereitgestellten Server kommen hier wieder rein. Super, ich hoffe, das hat euch geholfen und ihr könnt jetzt in Zukunft eure Transaktionen fleißig über den eigenen Full Node validieren. Danke fürs Zuschauen.